Der Computer ist heutzutage kaum mehr wegzudenken. Anschalten und loslegen lautet die Devise. Dass hinter den vielen Rechenprozessen aufwendige mathematische Formeln stecken, darüber denkt man selten noch nach. Die TULP möchte diese Vorurteile aus der Welt räumen und lädt deshalb noch bis zum 17. März in die Ausstellung Ursprünge des Computers ein. Die Mathematik soll so von einer ganz anderen Seite beleuchtet werden. Ausgestellt werden unter anderem Werke aus dem Bestand der Großherzoglichen Bibliothek. Es geht los mit den ersten beiden Vitrinen, die ganz frühen Werke, beispielsweise Euklid, was eigentlich ein Mathematikbuch seit 2000 Jahren ist und bis ins 19. Jahrhundert nach der Bibel eigentlich das meistverbreitetste Werk war. Dann die Vitrinen hier auf der Front, das sind im Wesentlichen Mathematikbücher, zum anderen aber auch ganz, ganz wesentliche Werke, beispielsweise von schottischen Mathematiker Napier über die Entwicklung der Logarithmen, die ja einen entscheidenden Einfluss dann wieder für die Computertechnik auch hatten. Dann Vitrinen zur praktischen Geometrie. Das ist eigentlich die Wissenschaft gewesen in der Renaissance, die eben die Natur nicht nur erforschen wollte, sondern auch die Ressourcen der Natur nutzen wollte. In der umfangreichen Sammlung findet sich der wohl bekannteste Mathematiker, Adam Ries. Mit seinem Werk Rechnung auf der Linien und Federn führte er zur Vereinfachung von Rechnungen die arabischen Zahlen ein und ebnete so den Weg zur heutigen Mathematik. Mit diesen Erkenntnissen der letzten Jahrhunderte ist es uns also möglich, Dinge für den Arbeitsalltag zu vereinfachen. Und wer weiß, vielleicht denkt der eine oder andere das nächste Mal beim Einschalten des Computers daran, wie viel Mathematik darin steckt.